Hallo. Hi. Wir waren gerade im Reitverein und haben eine Hallennutzung unterschrieben. Und das heißt, wir fahren gleich direkt mit den Ponys ein bisschen hoch in die Halle und wollen dich dazu mitnehmen. Und wir werden jetzt gleich nur noch so ein paar Sachen zusammenpacken und wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Ciao. Ciao. Wir tragen heute unsere neuen Keratis-Reithosen aus den USA. Mal schauen, wie sie sind. Und ja, für die Ponys haben wir einmal die grüne Scharocke für Smarty. Und ich habe eine neue zu Weihnachten bekommen mit passenden Bandagen. Die will ich heute mal testen. Ganz süß eigentlich. Und ja, die ist voll schön. Ja, finde ich auch. Ja, und das sind halt die Sachen, die wir mitnehmen. Und wir fahren auch dann los. Und vorher essen wir aber noch was Kleines. So, also wir sind jetzt auch schon da. Julia dreht jetzt nur noch oben. Da stehen sie, aber das sieht man nicht so gut. So, also wir holen jetzt die Ponys. Oha, der Zaun ist höher, ne? Ah, ne, da nicht. Smarty! Brauchst du keinen Strick? Okay. Jo. Wie siehst du denn aus? Komm, jetzt bringen wir erstmal den Ort. Smarty! Kommt sie auch schon. Julia ist einfach mal hinter mir. Kommt sie. Ich hab ne Möhre. Hier. Abbeißen. Hey, Baby. Nee, noch mal abbeißen musst du nicht. Jetzt möchte ich erstmal hier dran kriegen. Ich warte jetzt noch, bis Julia kommt. Hallo. 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 So, jetzt kommt sie. Sehen wir uns gleich im Stall. Also, die Ponys sind jetzt schon fertig. Weil das hier ganz in der Nähe ist, haben wir die schon gesattelt. Und die Inka hat auch die schöne Schabracke. Julia macht einfach das Tor davor. Na kommt die Inka. Führst du sie rein und ich filme, dann filmst du bei mir mit Smarty? Okay. Bis gleich, Smarty. Beide Ponys sind jetzt verladen und jetzt fahren wir los. So, wir sitzen jetzt schon auf den Ponys, wie man sieht. Und wir sind das erste Mal, also Inka kennt es hier oben, aber Smarty ist das erste Mal hier, aber die ist mal wieder super brav. Und wir werden einfach ein bisschen auf dem Platz reiten, weil das Wetter so schön ist. Und ja, ich weiß, meine Stiefel sind mir zu groß und ich muss mir bald neu kaufen. Sind aus Spanien, passen leider nicht. Ja, ansonsten einfach viel Spaß. Ja. Thank you.
sitzen jetzt wieder im Auto. Die Julia fährt hier vorne. Und die Ponys stehen da hinten. Und zwar richtig gut, oder Julia? Ja, definitiv. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt bringen wir sie noch schnell nach Hause und dann sehen wir uns am Stall, oder? Danke. Ja. Wie ihr jetzt gerade eben wahrscheinlich gesehen habt, haben wir den Ponys was zu fressen gegeben und Julia bandagiert noch die Inka ab. Genau. Und ich habe Smarty schon die Gamaschen abgemacht. Dann müssen wir gleich nur noch schnell Hufe auskratzen. Dann dürfen die zwei auch wieder auf die Wiese. Ich habe euch jetzt einfach mal hier aufgestellt. Los, Mann. Julia, soll ich bei der Inka auch die Hufe auskratzen? Ja, gerne. Okay. Lass mich rein. Aber die bei der Inka kann ich jetzt leider nicht filmen. Okay, also wir sind jetzt fertig mit allem, bringen jetzt eben zurück auf die Wiese und ja. Es war eigentlich ganz cool, war ein bisschen ungewohnt für mich zum Beispiel, weil es erstmal wieder mit Inka unterwegs war und sie ist ja schon ziemlich klein. Ich bin eigentlich Großpferder geritten. Und hat aber trotzdem alles gut geklappt. Ich bin erstaunt, wie gut Marina mit Smarty gesprungen ist. Das fand ich, hat richtig gut geklappt. Und noch so eine Info, die Reithosen sind super bequem, super gut. Und auch mit den Handys halt total praktisch. Kann man hier halt rein tun, stört keinen. Heißt aber übrigens Carrots und nicht Keratis. Ups. ja. Willst du noch was zu deinem Ritt sagen? Ja, also ich fand auch, dass es ganz gut geklappt hat. Und ich finde auch, dass wo Julia und Inka jetzt wo Julia Inka geritten ist, dass sie das sehr gut hinbekommen hat und dass es sehr schön bei denen aussah. Und ich bin sehr stolz auf Smarty, weil sie so lieb war. Okay. Ciao. Oh Mann, ich fand das mal schrecklich, wie ich geritten.